Ja, wir fangen mal so peu à peu an. Ja. Hallo, mein Name ist Matthias Vogt. Mein Name ist Erwin Diener, bin 81 Jahre alt, Rentner. Bin verheiratet, habe einen Sohn. Ich arbeite in einem Großkonzern. Im technischen Service. Ich wohne seit über 10 Jahren bei der Gesobau. Ich bin im Mieterrat der HOWOG. Bei der DGWO. Stadt und Land. Ich bin im Mieterrat der HOWOG. Berlin hat 6 landeseigene Wohnungsunternehmen. Zusammen verfügen sie über mehr als 330.000 Wohnungen. Das ist etwa ein Fünftel aller Berliner Mietwohnungen. Jedes der Unternehmen hat einen Mieterrat mit 5 bis 11 Mitgliedern. Sie werden für 5 Jahre von den MieterInnen gewählt. Die Mieterräte vertreten Mieterinteressen auf Unternehmensebene und können so bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen. Lieber Mieterrat, vor meinem Haus wird gebaut, ein neues Bauvorhaben. Wie kommt es dazu? Habe ich noch Mitspracherecht? Wie wird das Wohnumfeld dazu gestaltet? Wie viele Fahrradstellplätze werden errichtet? Mein Thema sind aber auch die Mieten, sowohl in der Höhe als auch die Betriebskosten. Was da ist an Mietern, wie werden die betreut, werden da die Wohnungen auf dem aktuellen Stand gehalten? Man ist an dem Geschehen des Unternehmens ganz nah dran. Der Mieterrat vertritt die MieterInnen eines gesamten Wohnungsunternehmens. Er bekommt Informationen über geplante Investitionen, Neubau oder Modernisierung und kann dazu Stellung nehmen. Außerdem entsendet er ein stimmberechtigtes Mitglied in den Aufsichtsrat. Der Mieterrat arbeitet eng mit den Mieterbeiräten zusammen, die das Sprachrohr der MieterInnen im Kiez sind. Die Mieterratsmitglieder werden für 5 Jahre gewählt und in ihrer ehrenamtlichen Arbeit durch Fortbildungen unterstützt. Jede Mieterin, jeder Mieter kann sich zur Wahl stellen. Im Mieterrat ist quer durch die Bank ist alles drin. Wir haben die junge Mutter, wir haben den berufstätigen Rechtsanwalt. Wir haben Hausmeister, wir haben Angestellte. Oh, als Team. Die ja, das ist unsere Teamfähigkeit. Im Mai 2022 sind Mieterratswahlen. Kandidieren auch Sie. Ich kann nur sagen, machen Sie mit. Das Thema Wohnen betrifft alle. Wir freuen uns auf euch. Machen Sie mit. Mach mit bei der Mieterratswahl 2022.